Wow, was für ein cooles Hobby. Ich als Wasserratte würde das natürlich sofort nachmachen. Ja, Wassersport ist jetzt nicht so mein Fall, aber ich mag es ganz gerne, vor der Kamera zu stehen. Was zum Thema Kamera haben wir natürlich auch noch im Gepäck. Aber ein Schauspieler und eine Schauspielerin fangen ja meistens auf der Bühne an, zum Beispiel im Theater. Und als Jugendlicher, wie kommt man da auf die große Bühne? Das weiß ich nicht, aber das erzählt uns der nächste Beitrag. Arthur und Leon waren nämlich mit der Kamera bei den Profis im Schauspielhaus Hamburg und im Jugendtheater Zeppelin. Das Schauspielhaus, ein Profitheater. Auf jeden Fall ein Theater, in dem Profischauspieler vor großer Kulisse spielen. Beim Theaterfestival stehen Profis live auf der Bühne. Festivalintendant Nikolaus Besch erklärt, wie der Weg zum Profischauspieler aussieht. Arbeit, Arbeit, Arbeit und vor allen Dingen auch eine gewisse Besessenheit. Man muss dieses wirklich wollen und man muss lange, lange Durststrecken durchschreiten, ehe man wirklich sagen kann, jetzt bin ich ein Schauspieler. Ich glaube, dass sie eigentlich furchtbar unglücklich ist. Jeder Profi fängt klein an. Doch haben schon Kinder und Jugendliche Chancen auf großen Bühnen? In großen Theatern immer wieder. Wir sehen das heute Abend gerade bei der Produktion. Da spielt auch ein Kind mit. Also das gibt's immer wieder. Jugendtheater. Ein Weg, um Schauspieler zu werden. Auch Nikolaus Besch sieht im Jugendtheater und den Nachwuchsschauspielern etwas Besonderes. Sie sind natürlich völlig authentisch. Also sie strahlen natürlich oftmals noch diese Kindlichkeit, diese Jugendlichkeit aus, die einem Erwachsenen abhanden gekommen ist über die Jahre. Und dadurch haben sie eine unglaubliche Ehrlichkeit. Es ist natürlich eine unglaubliche Frische und oft auch Frechheit, die man da sieht auf der Bühne, die so wichtig ist, um sich weiterentwickeln zu können. Henning Langer und Stefanie Grau arbeiten am Theater Zeppelin, einem Jugendtheater. Sie wissen, der Weg zum perfekten Schauspieler ist lang. Gibt es denn ein Geheimrezept dafür? Also wenn ich dafür alle Antworten hätte, dann würde mich jeder Schauspiellehrer beneiden. Aber tatsächlich glaube ich, viel Erfahrung, das ist das eine. Und das ist das Schöne, dass man das hier schon als junger Mensch kennenlernen kann, auf der Bühne zu stehen und ein Kostüm anzuhaben und zu spielen, mit seiner Stimme und seinem Körper umzugehen. Man muss nicht auf die Schauspielschule gegangen sein. Sowas wie hier, das ist ja eine Art von Schauspielschule für Kinder und Jugendliche, reicht auch aus. Ich glaube, viel Erfahrung auf der Bühne, die Erfahrung mit seinem Körper und seiner Stimme im Raum gemacht zu haben, das reicht aus meiner Perspektive aus, um ein kompletter Schauspieler zu sein. Jugendtheater bedeutet auch für das Publikum, hautnah dabei zu sein. Weniger Distanz zum Publikum, glaube ich, da. Das liegt natürlich auch an dem Spielort, der ist so gestaltet. Aber ich glaube, dass es tatsächlich dazu führt, dass man das Spiel mehr spürt. Beim Jugendtheater steht noch vor allem der Spaß im Vordergrund. Und alles wirkt etwas improvisiert. Man sieht, alles ist irgendwie selbst gemacht und alles hat so seinen eigenen Charme und alles wirkt so, da wirkt, steckt wirklich Herzblut hinter. Und das, finde ich, sieht so, hat so diese persönliche Note. Das schweißt auch total zusammen und es ist schön, irgendwie als eine große Gruppe auftreten zu können. Dass wir alle im selben Alter sind und dass wir einfach dadurch uns mehr verbinden. Was kannst du denn besser als ein erwachsener Schauspieler? Ich glaube, ich kann ein bisschen lustiger sein einerseits und es ist eben auch in dieser Theatergruppe so, dass uns nichts peinlich ist. Also wir können auch ruhig bekloppt irgendwie sein und irgendeinen Scheiß bauen. Da sind vielleicht, denke ich mal, Erwachsene manchmal ein bisschen verklemmter. Ja, ich bin ja halt noch jung, deswegen kann man das immer noch so ein bisschen, das ist natürlicher für mich noch, so die Alltagsprobleme und so, wie man so halt auch im realen Leben ist, sag ich mal, als Jugendlicher, als Kind. Viele erwachsene Schauspieler denken sich dann vielleicht, okay, ich muss jetzt hier richtig gute Leistung abgeben und wir sind da vielleicht ein bisschen lockerer. Jugendtheater hat seinen eigenen Charme. Und wer weiß, vielleicht sehen wir ja einige dieser Schauspieler irgendwann mal auf einer großen Bühne.